Geht los. Geht schon los? Ja, moin, Leute! Versuch Nummer 3. So, herzlich willkommen. Heute bin ich mal allein. Der Flo steht hinter der Kamera. Ich bin Bruno und ich bin der Kameramann. Moin. Ich möchte euch heute mal meine erste richtige Pfeife vorstellen. Ich hatte zwar davor schon eine Amy, aber da wollen wir nicht drüber reden. So, und zwar die Smokezilla Baragon Aluminium. Ganz wichtig, weil die gibt es jetzt auch neu in Edelstahl. Das ist der Karton. So soll sie dann aufgebaut aussehen. Sehen wir gleich, ob sie das wirklich tut. Und so, fangen wir mal von ganz vorne an. Dem Kohleteller. Ihr seht schon, ich habe die Pfeife in meinem wunderschönen Blau eloxiert gekauft. Die gibt es noch in unterschiedlichsten Farbkombinationen. Durch das Eloxierte ist das nämlich gut möglich. So, wo fangen wir an? Kohleteller, ganz einfach mit zwei 18/8er Anschlüssen. Schraubt man einfach ganz easy peasy zusammen hier. So. Haben wir schon das erste Teil fertig. Dann schrauben wir unsere Rauchsäule auf unsere Rauchbase. Nicht in das Loch, das passt irgendwie nicht. Really, nigga? Schrauben wir oben rein. Bis sie richtig fest sitzt. So, aber hier müsst ihr vorsichtig sein. Wir haben nämlich eine Smokezilla Baragon Aluminiumpfeife. Und jetzt das ganz Wichtige, Leute, ne? Beim Zusammenbauen von Aluminiumpfeifen. Achtet bitte drauf, dass ihr die Gewinde schön gerade vorsichtig reindreht, weil die ganz, 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 ganz empfindlich sind. Wenn wir die Rauchsäule mit der Base verbunden haben, gehen wir erstmal zum V2A Edelstahl Tauchrohr. Das schraubt man nämlich jetzt von unten gegen die Rauchsäule. Das wird gekontert. Jawohl. So können wir aber noch keine Pfeife rauchen. Dann haben wir hier 4 Schlauchanschlüsse. Ihr könnt die Pfeife mit 4 Leuten rauchen. Das ist toll. Schön, dass die Pfeife das kann, ne? Die Rauchanschlüsse sind auch nochmal zusammengeschraubt, aber weil ich halt am Anfang ein kleiner Dulli war, habe ich die zugewürcht und ich kann die Dinger nicht mehr auseinander machen. Ihr seht da, ist eine kleine Kugel drin. Die Ausblasventile, was heißt Ausblasventil? Auszublasen geht sie nicht mit den 4 Anschlüssen, da müsste man dann eine Kugel entfernen. So, die schraube ich jetzt auch mal schön vorsichtig rein. Oh, wie die Gewinde funktionieren. Geflo! Jelle? Haben wir das größte Teil schon dabei. Schraubt man hier auch jetzt ganz vorsichtig wieder drauf. Passt schon mal. Base ist fertig. Rauchsäule ist fertig. Kohleteller ist auch drauf. Jetzt könnte man theoretisch schon anfangen zu rauchen. Aber Smokezilla war richtig cool und die haben so einen schönen Molassfänger dazu gepackt. Ist auch dabei. Den packt er einfach hier so dazwischen. Und wenn ihr nämlich mit einem Funnel baut oder ihr habt kein Sieb oder irgendwas, dann kann es durchaus mal passieren, dass da ein bisschen Molasse nach unten fällt. Und das ist nicht schön, wenn das da unten rumschwimmt. Also macht man hier ein bisschen Wasser in den Molassefänger rein, damit das hier unten nicht anpappt. Und dann schwimmt das nämlich da oben rum und nicht da unten. Toll. So, noch ein kleiner Tipp zu dem Molassefänger. Ich habe hier ein bisschen Klebeband rumgemacht, um das Glas ein bisschen zu schützen, weil die Dinger sind nämlich sau anfällig. Weiß nicht, ob man es jetzt genau sieht. Einfach nur ganz leicht eine Schicht Klebeband drumherum. Und da ist das Ding nämlich auch schon hier schön fest drin. Ist dicht, passiert nichts mit. Und euch kann das Glas nicht irgendwie splittern oder sonst was. So. Das wäre jetzt die Pfeife, so wie sie kommt. Dabei haben wir noch eine schöne Dichtung. Und einen standardmäßigen Tonkopf. Ein Smokezilla Standard Kamin. Ne? Smokezilla Logo schön drauf. Wie viel PS? 5 PS haben wir mehr, ne? So,
Das ist die Pfeife, wie sie angeliefert kommt. Natürlich noch mit passenden Schlauch. Auch wieder 18/8 Schliff, genauso wie beim Kopf. Beim Kohleteller. Und da haben wir das gute Stück schon. Schöne Pfeife. Ist ungefähr 49 cm groß. Passt auf jeden Fall. Jetzt noch ein kleiner Tipp zum Upgraden. Weil es bei der Baragon relativ schwierig ist mit dem Füllstand mit dem Wasser. Und zwar, weil der Hals hier von der Bowl, die übrigens meiner Meinung nach sehr schön aussieht, mit diesen Einschleifungen hier, Einschliffen. Genau, wegen dem dünnen Hals ist es so schwer, das mit dem Wasserfüllstand richtig zu handeln. Wenn ihr nämlich zu viel Wasser reinmacht, na komm, jetzt machen wir erstmal das ganze Ding hier auseinander. Einer leichten Drehbewegung. Einer leichten Drehbewegung, das nimmt wunderbar ab. Um Gottes Willen. So, ihr seht, wenn ich das Ding jetzt einfach mal hier rein tue, geht nicht sonderlich weit nach unten. Könnt ihr hier, ist es Millimeterarbeit, richtig abzupassen, wie viel Wasser da rein muss. Normal hält man sich immer an die Regel, ungefähr 2 cm über das Ende oder auch eine Daumenbreite ist das, was rein müsste. Um das Ganze jetzt noch ein bisschen zu vereinfachen und damit es nicht so sehr blubbert, damit er dann nicht im Endeffekt Wasser durch den Schlauch zieht, haben wir uns noch von Smokeseller auch einen Diffuser bestellt. Der ist jetzt Edelstahl Gunmetal, nicht unbedingt hundertprozentig passend, aber das macht nichts. Den schrauben wir hier unten rein. Smokeseller hat nämlich hier Universalgewinde drin. Zack. Na. Und schon ist das. Schon ist das ein bisschen leichter. Ne? Dann den Füllstand, da muss man nicht mehr ganz so viel Wasser reinmachen. Und der Rauch ist trotzdem herrlich kühl und sie hat noch einen guten Durchzug. Ja, was gibt es sonst zu der Pfeife zu sagen? Kostet im Moment 80 Euro. Ist nur auf Shisha World erhältlich. Ist ja eine Eigenmarke von Shisha World, die Smokeseller Pfeifen. Gerade dem Einsteiger würde ich sie sehr empfehlen. Ist ziemlich leicht dadurch, dass es halt Aluminium ist. Könnt ihr auch gut mitnehmen. Müsst ihr halt nur ein bisschen aufpassen, wenn er irgendwo hängen bleiben sollte oder so. Das eloxierte Aluminium ist auch für Kratzer ziemlich anfällig. Heißt, wenn ihr die Pfeife gut behandelt, könnt ihr damit echt eine Menge Spaß haben. Und ja, viel mehr gibt es da eigentlich gar nicht zu sagen. Wie gesagt, meine erste Pfeife. Nochmal so, wie sie komplett dastehen würde. Passt auf jeden Fall. Und dann gibt es jetzt erst noch einen kleinen Pfeifenpour. Bis gleich. It's the calm before the storm. Things aren't as they were before. Your best start bracing. Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. The tides are changing. Can you hear the sound? Can't stop us now. Es geht gut. Wow! Smokeseller ist auf jeden Fall standfest, ne? Noch auf hin! So, meine Freunde. Pfeife raucht. Wir haben jetzt das Setup genommen. Das ist der Hukain Litlip mit dem Cloud Lotus 1 Plus, weil der Tonkopf war zwar dabei, aber wir wissen ja alle, die Dinger werden dir im Sendbereich hinterhergeschmissen und genauso qualmen sie auch. Ja. Also jetzt zum Durchzug muss ich echt sagen, die Pfeife ist nicht der oberkrasse Shit, was es angeht. Sie hat an sich okay Durchzug, okay bis gut so. Aber ihr müsst halt schon ein bisschen Kraft aufwenden, damit was kommt. Wir haben jetzt hier im Vergleich zum Beispiel hier eine Viro X Noir. Hat sich der Flo neu erworben. Also zum Beispiel, als ob ihr wirklich wie Luft ziehen würdet. Hier müsst ihr euch ein kleines bisschen anstrengen. Ist meiner Meinung nach aber jetzt nicht der übelste Kritikpunkt. Reicht trotzdem völlig aus für einen Anfänger. Und für 80 Euro ist das auch vollkommen okay. Der Anzugsweg ist auch nicht so, als ob ihr jetzt eine Riesenpfeife habt. Auch der Geschmack ist schön intensiv dadurch. Ja, jetzt
mal zum Vergleich zu Minia, das ist ja einer derselbe Produzent, ist jetzt zwar nicht dieselbe Pfeife, aber man sieht schon, man hat eine viel kürzere Rauchsäule. Dadurch ist halt der Durchzug auch nochmal ein bisschen besser. Die Bowl ist um einiges kleiner. In die Minia passen ja so 2 Liter rein, hier passt so ein Liter rein. Nee, ein Liter auf keinen Fall. Also ich denke mal so 800 bis 900 Milliliter, wenn überhaupt, das ist schon gut angesetzt, wirklich. Ganz, ganz wenig Wasser, wie gesagt, Millimeter arbeitet es hier mit dem Füllstand, das sind teilweise keine 30, 40 Milliliter, die hier schon fast einen Zentimeter ausmachen. Und genau, ein bisschen Wasser habe ich jetzt hier oben noch in den Molassefänger reingemacht, falls jetzt doch ein bisschen Molasse durch den Funnel durch, ach hier haben wir auch schon ein bisschen was durchfliegen sollte, dass es nicht in den Molassefänger anpappt, auch genauso wie bei der Minia, macht das ruhig, ist schöner zum Saubermachen. Jo, okay. Genau. Ja. Zu den Farben müssten eigentlich einen dieselben wie bei der Minia sein. Könnte eventuell einige Unterschiede geben. Weiß nicht, ob sie zum Beispiel jetzt in Rose Gold gibt, wie wir sie haben. Weiß gerade nicht. Ich glaube, Rose Gold ist noch grün. Grün gibt's. Es gibt Elux grün. Dann noch so ein richtig krasses dunkles Rot. Ich glaube Anthrazit noch in der Richtung. Genau, Anthrazit. Und ja, jetzt nochmal was zu der anderen Form. Die Edelstahlpfeifen, die es dazu gibt. Die sind 2 Anschlüssen, da habt ihr keine 4 dran, müsst ihr aufpassen, welche ihr euch holt. Ja, also die Alu hat halt hier die 4. Da steht dann dahinter 4S, steht halt 4 Schläuche, 2S für 2 Schläuche. Und wenn ihr halt nur dieses 2S habt, dann ist hier auf der Seite auch nicht wirklich für 2 Schläuche, sondern ist hier so ein kleines Ausblassensystem. Heißt, ihr könnt reinpusten, passiert bei mir nichts, weil ich halt die 4 Schlauchversion habe, ihr habt kein Blow-Off. Müsst ihr halt den Kopf schön machen, dass der Tabak nicht kratzt oder irgendwas. Wenn, müsst ihr halt mal so ein Dingchen hier rausdrehen. Und dann die Kugel hier, die hier drin ist, auseinanderschrauben, entfernen. Mache ich in dem Fall nicht, weil ich es zu fest zugedreht habe. Geht leider nicht. Theoretisch könnt ihr auch einfach den Anschluss ausnehmen. Jetzt kannst du ja mal reinpusten. Jetzt müsst ihr ja eigentlich... Das ist so, wenn Not am Mann ist. Wenn Not am Mann, weil es gar nicht gehen sollte. Aber ja, wenn nicht, macht einfach eine Kugel raus in den Schlauch, wo ihr gerade raucht. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Kugel rausmache, stecke ich dann ein Teil hier dran und dann geht es auch ganz normal als Dreier Blow-Off. Ja, Schläuche gibt es auch wieder dazu, zu der Pfeife direkt, wieder in allen Farben, wieder direkt für die Baragon. Es gibt auch extra welche für die Minia. Das steht halt immer, das ist halt immer unterschiedlich. Auch die Anschlüsse sind dann entsprechend, hier haben wir zum Beispiel einen relativ flachen, schmalen Anschluss. Bei der Minia sind die ein bisschen dicker. Ja. Machen wir noch ein paar schöne Detailshots. Was war es eigentlich zur Pfeife? Oder hast du noch irgendwas zu ergänzen? Achso, und was bei den Schläuchen noch sehr schön ist, die Smoxilla haben auch gleich immer einen Knickschutz dabei. Heißt, hier euch kann euch nichts passieren, ich werde auf der sicheren Seite. Genau. Das wäre es jetzt eigentlich so grob. Sagt, machen noch ein paar Detailshots und dann sehen wir uns im nächsten Video. Eure